So, ich bin jetzt mit Remy bei einem Nachbarn, der hier seit 18 Jahren alleine auf seinem Grundstück rumbaut. Mauern, Häuser und wir gucken uns jetzt den unterirdischen Tunnel an, den er angelegt hat. Weil er oberirdisch nicht mehr weiterbauen durfte, hat er einfach unterirdisch weitergemacht. Boah, das geht ja richtig tief hier runter. Das nimmt ja gar kein Ende. Ich werde verrückt. Das sieht nach einem Schlafzimmer aus. Und überall Entlüftung. Ja. Spinnt die Kamera da rum. Fette, fette Kröte. Was ist mit der Mona? Mit meinen Schlappen habe ich ja die richtigen Schuhe hier an. Mücken. Hier ist dicht.
Und da geht's noch weiter runter. Ich werd verrückt, das hat ein Mann ganz alleine gebuddelt hier. Hut ab für den Maulwurf. Weiter in die Tiefe. Oha, hier hat er ja ordentlich Steine geschleppt. Boah, Mücken, Mücken, Mücken. Und da oben beim Haus sind wir eben gestartet. Teich angelegt und so, guck mal da oben, über dir. Wahnsinn. Noch mehr Gänge, der Kerl ist ein Maulwurf. Ist ja der Knaller. Wollen da einen Partyraum drin machen, ja, so auch für die Kapelle. Ja. Ja, und abgefahren. Kleines Lager.
Und hier hat er eine Tafel für 40 Leute. Regale in der Wand. Und eine Großküche. Das ist ja... unglaublich. Gucken wir doch mal. Den Gang kennst du noch gar nicht. Das kann mich nicht mehr dran erinnern. Wir waren schon mal da irgendwo so. Ellenlange Gänge hier unter der Erde. Ein Paradies für Mücken. Abgefahrene Säulen. Ach, da sind wir vorhin raus. Und da geht's wieder zum Wohnhaus hoch. Ja, wir sind da gerade unter die Erde. Da hinten steht der Riesentisch. Und da sind wir gerade wieder rausgekommen. Echt, geh am Stock. Und das ist der verschlossene Eingang, wo wir von innen an dem Gitter standen. So, dann sind wir wieder oben am Haus. Und weil ihn hier jemand beim Amt angeschissen hat, hat er sich gedacht, okay, ich darf oberirdisch nicht weiter bauen, also ab in die Tiefe, unterirdisch. Einfach der Knaller hier. Grundstück. Die Mauern, auch alle selbst gebaut. Hier war nix. Und alles komplett alleine. In 18 Jahren. Hier durch die Form, dadurch das Ergebnis.
pas pris dans le ciment. Oh, c'est un gouffre à béton, hein. Vorne mit einem halben Plastikrohr und Schaumstoff als Form. Hat er hier die Mauer aufgegossen, nur mit Beton. Und so sieht es dann aus, dass es getrocknet ist und die Verschalung weg ist. Da unten, wo der graue Fleck ist, da steht der Riesentisch in dem Festsaal. So, Finn, da kannst du dir meine Scheibe abschneiden. Das ist Mauerbau. Ich will vorher faire voir à Evelyne, parce qu'elle est déjà longtemps par ici.